Hallo liebe Schachfreunde, heute werden wir gemeinsam fortfahren, die spannende und aufregende Schachwelt zu erkunden. Und um genau zu sein, tauchen wir heute tief ein in die wundervolle und auch ziemlich tiefe Welt der Schacheröffnungen. Wie du es wahrscheinlich schon im Titel dieses Videos gelesen hast, handelt es sich heute um den Nimzowitsch-Larsen-Angriff. Auch genannt die Damenfernkette-Eröffnung, benannt nach zwei Schachspielern, einmal Aaron Nimzowitsch, einem in Lettland geborenen, aber dänischen Schachspieler, und auch Bent Larsen, einem weiteren, ziemlich berühmten dänischen Schachspieler, anerkannt als der berühmteste und stärkste dänische Schachspieler aller Zeiten. Der Nimzowitsch-Larsen-Angriff beginnt also mit dem Haupt- oder auch Schlüsselzug genannt, und zwar Bauer B3, womit wir hier direkt das Fianchetto des Läufers auf der Damenseite des Schachbretts vorbereiten. Und Schwarz hat hier genau zwei verschiedene Hauptvarianten, mit denen sie nun die Partie fortfahren können. Und zwar einmal haben wir Bauer D5 und auch E5, direkt Bauern im Zentrum des Schachbretts zu platzieren. Werfen wir aber zunächst erst einmal einen Blick auf Bauer E5 als Hauptvariante, als Antwort auf Bauer B3 von Weiß. Und hier haben wir nun genau zwei Möglichkeiten und es kommt darauf an, was man hier mit Weiß nun spielen möchte. Entweder man erlaubt seinem Gegner, hier das Zentrum des Schachbretts komplett zu besetzen, mit in den folgenden Zügen Bauern D5. Eine Variante, wo dies gespielt wird, also dieser ziemlich hypermoderne Schachstil angewendet wird, ist die folgende. Und zwar fährt hier Weiß erst einmal fort mit Läufer B2, ganz logisch, womit wir hier den schwarzen Bauern auf E5 angreifen. Schwarz verteidigt diesen Bauern mit Springer C6, woraufhin Weiß Bauer E3 spielt und Schwarz hier einfach ganz simpel erlaubt, Bauer D5 zu spielen, hier komplett das Zentrum mit diesen zwei mächtigen und ziemlich starken Bauern einnehmen zu dürfen. Und das Spiel könnte nun zum Beispiel fortfahren mit Läufer B5, womit hier Weiß einen ziemlich direkten und starken Plan äußert. Denn ihr Plan ist es hier, erst einmal im folgenden Zug den schwarzen Springer auf C6 rauszunehmen und anschließend den nun unverteidigten Bauern auf E5 ebenfalls mit dem Läufer rauszunehmen. Doch vor allem unter fortgeschrittenen Schachspielern oder auch Profis wird dies oft natürlich nicht erlaubt und die Partie geht nicht so simpel für Weiß mit bereits einem Bauern mehr weiter. Gut, aber die Alternative dazu ist es natürlich, hier nicht Schwarz zu erlauben, dieses Feld auf D5 komplett direkt mit Bauer D5 besetzen zu dürfen. Und dies wird dann eher im Stil einer umgekehrten sizilianischen Verteidigung gemacht. Weiß spielt hier in den meisten Fällen einfach nur Bauer C4, um direkt dieses Feld auf D5 zu verteidigen und auch hier nicht Schwarz direkt zu erlauben, dorthin zu ziehen. Nun könnte Schwarz zum Beispiel als Antwort mit einem offenen Sizilianer fortfahren. Sie entwickeln also erst einmal ihren Springer auf F6 wie folgt. Nun spielt Weiß Bauer E3 und Schwarz anschließend Bauer D5. Doch dieses Mal besetzen sie nicht einfach nur dieses Zentrum, sondern Weiß tauscht hier ganz normal Bauern ab und Schwarz hat nicht zwei Bauern auf D5 und E5 platziert und damit das Zentrum komplett eingenommen. Oder Schwarz kann hier auch mit einem geschlossenen Sizilianer fortfahren. Dann würden sie hier höchstwahrscheinlich mit Bauer G6 fortfahren. Weiß spielt hier nun wieder einmal, wie auch in den anderen Varianten, auch ziemlich oft wieder Bauer E3, woraufhin sein Gegner erst einmal auch seinen Läufer fianchettiert. Und zwar hier nicht wie Weiß auf dem Damenflügel des Schachbretts, sondern eher hier auf der Königsseite des Schachbretts. Nun haben wir Springer F3 von Weiß, Bauer F5 von Schwarz und so weiter und so fort. Aber anstelle von Bauer E5 kann Schwarz auch hier mit der zweiten Hauptvariante fortfahren und hier auch direkt Bauer D5 spielen. Und hier ist die Situation auf dem Schachbrett wieder einmal ziemlich ähnlich. Es kommt darauf an, was Weiß hier möchte. Entweder sie erlauben hier die Besetzung des Zentrums des Schachbretts mit Bauer E5 von Schwarz in den folgenden Zügen oder halt eben nicht. Und diese Nichtbesetzungsvariante ist deutlich interessanter und dies kann wie folgt aussehen. Offensichtlich haben wir zuerst einmal Läufer B2 von Weiß, wie auch in allen anderen Varianten des Nimzowitsch-Larsen-Angriffs. Schwarz spielt hier anschließend Bauer C5, wir haben Bauer E3 gefolgt von Springer C6, einem sehr interessanten Zug, denn dieser bereitet hier bereits Bauer E5 fort mit dem Durchbruch und der kompletten Einnahme und Besetzung des Zentrums des Schachbretts mit drei sehr, sehr mächtigen Bauern auf C5, D5 und auf E5.
Doch Weiß möchte ja, wie gesagt, dies vorbeugen und daher spielen sie hier Springer F3, entwickeln ihren Springer auf F3 und verhindern Bauer E5, indem sie hier mit zwei Leichtfiguren dieses Feld verteidigen. Und nun nimmt das Spiel oft eine Form, oft die Form einer nimso-indischen Verteidigung an. Schwarz entwickelt hier seinen zweiten Springer auf F6, woraufhin Weiß mit Läufer B5 fortfährt und den schwarzen Springer auf C6 an seinen eigenen König hier, ziemlich blockiert von seinen anderen Schachfiguren, fesselt und damit komplett die Bewegung des schwarzen Springers auf C6 einschränkt. Dies waren also die beiden Hauptvarianten des Nimzowitsch-Larsen-Angriffs. Und zwar geantwortet auf Bauer B3, entweder mit Bauer E5 oder auch mit Bauer D5. Zwei ziemlich interessante Antworten und Hauptvarianten des Nimzowitsch-Larsen-Angriffs. Was aber auch interessant an dieser Eröffnung ist, ist die Frage der Zugfolge. Denn die genau gleiche Eröffnung, auch mit demselben Namen, entweder Nimzowitsch-Larsen-Angriff oder auch Damen-Fianchetto-Eröffnung, kann auch durch eine andere Zugfolge erreicht werden. Denn wenn wir zuerst nicht Bauer B3, sondern zuerst Springer F3 spielen und dann im folgenden Zug Bauer B3, dann ist dies genau dieselbe Eröffnung mit genau denselben Namen, nur erreicht durch eine andere Zugfolge. Und die Frage, ob man nun lieber mit zuerst B3 oder zuerst Springer F3 gefolgt von Bauer B3 spielen sollte, ist ziemlich interessant, aber eher nun eine Geschmacksfrage und eine Geschmackssache. Denn einerseits könnte man argumentieren, dass die Zugfolge mit zuerst Springer F3 und anschließend Bauer B3 weniger Varianten und verschiedene Möglichkeiten für Schwarz dalässt, um zu antworten. Aber auf der anderen Seite lässt die Zugfolge mit zuerst B3, also ganz klar nur B3, als Vorteil für Weiß da, dass man ja eine deutlich größere Abwechslung hat und mehr Spielraum, vor allem auch für Tricks und Schacheröffnungsfallen, im Debüt dieses Schachspiels. Aber vor allem, wenn du ein Schachanfänger bist oder auch nur ein leicht fortgeschrittener Schachspieler, solltest du dir darum keinen Kopf machen und einfach nur spielen, wie es dir besser gefällt. Entweder zuerst Bauer B3 oder zuerst Springer F3, gefolgt von Bauer B3. Denn dieses nicht wirklich, das macht wirklich keinen großen Unterschied. Und das war's nun auch schon mit diesem Video. Vergiss nicht, diesen YouTube-Kanal Schachroman zu abonnieren, gerne ein Like da zu lassen, wenn euch das Video gefallen hat, und schreibt gerne unten in die Kommentare rein, über welche weiteren Schachthemen ihr gerne ein brandneues Video haben möchtet. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.